0-0 hier bei Hertha 2 heute. Letztes Jahr setzte es noch eine 5-2 Niederlage. Also ergebnistechnisch gesteigert. Wie zufrieden bist du mit dem Spiel? Ja, super Entwicklung in der Mannschaft, würde ich sagen, im Vergleich zur letzten Saison. Nee. Ich bin grundsätzlich erstmal zufrieden. Zufrieden, weil wir halt auch die taktischen Dinge, die wir mit einbringen wollten heute wieder, dass wir die wirklich sehr, sehr gut in der Defensive umgesetzt haben. Wir haben sehr kompakt gestanden. Wir haben den Berlinern wenig Raum gegeben für ihr Kurzpassspiel, für ihr druckvolles Spiel durchs Mittelfeld mit ihrer Raute. Ich denke, das haben die Jungs sehr gut hinbekommen, haben aus dem Spiel letztendlich eine Torschance zugelassen. Also den ersten Schritt, den wir heute wieder einbringen wollten, den haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Nämlich auch mal wieder zu Null zu spielen, nach 4 Gegentoren in den letzten beiden Spielen. Dazu habe ich der Mannschaft auch gratuliert. Und trotzdem glaube ich, wenn du nachher in der letzten Viertelstunde, wo die Räume doch größer wurden, auch bei Berlin, wenn du da noch ein bisschen kaltschnäuziger, ein bisschen zielstrebiger bist, dann kannst du hier auch noch den Lucky Punch setzen. Du hattest noch mal 1-2 gute Konteransätze, die wir nicht sauber zu Ende spielen. Mit Matze den Kopfball, den er mit Sicherheit auch versenken kann. Dann gehst du hier als Sieger vom Platz in einem Spiel, was du vor dem Spiel genauso auch gelesen hast. Und schade, dass die Jungs sich dafür nicht belohnt haben, aber ich bin jetzt nicht unzufrieden, weil es in Anführungsstrichen nur 0-0 ist. Auffällig war, dass ihr jeweils so ungefähr 20 Minuten gebraucht habt in den Halbzeiten, um in Schwung zu kommen. War das irgendwie eine Art beabsichtigt oder woran lag es? Naja, also in der zweiten Halbzeit habe ich es nicht so dramatisch gesehen. Ich denke, am Anfang war Berlin schon über ihr zielstrebiges Spiel, über viel Ballbesitz war sie schon klar besser. Haben ein bisschen Probleme gehabt, dann auch die Angreifer von Berlin in den Griff zu bekommen. Vor allen Dingen da die rechte Seite. Da sind sie 2-3 Mal durchgebrochen. Aber je länger dann die erste Halbzeit gedauert hat, desto besser haben wir es in den Griff bekommen. Und am Ende des Tages haben wir trotz all dem dann auch nichts zugelassen aus dem Spiel. Ja? Und das ist eine wichtige Erkenntnis für uns, dass man auch, wenn man etwas tiefer, wenn wir ein bisschen tiefer agieren, dass wir trotzdem in der Lage sind, A, erstmal gut zu verteidigen, aber B, auch immer wieder natürlich selber die Angriffe nach vorne fahren können, wenn wir geduldig spielen. Und ja, es bleibt dabei. Ich denke, dass wir mit dem Punkt gut leben können heute, weil die Art und Weise mir zumindest in der Defensive sehr gut gefallen hat. In der Offensive ist es wie schon das ein oder andere Mal in den letzten Wochen, dass ich mir natürlich schon noch mal ein bisschen mehr Zug nach vorne wünsche, ein bisschen mehr Genauigkeit und Zielstrebigkeit. Aber gut, da werden wir weiter dran arbeiten. In der Offensive schließe ich gleich mal an, haben Sie heute auf Mario Zenitski verzichtet? Aus welchem Grund? Ja, bei Mario war es so, dass er aufgrund, ja, der kommt halt von 0 auf 100, hat ja letzte Woche so gut wie 90 Minuten gespielt und hat seitdem eigentlich so einen richtigen Stein hinten im Oberschenkel gehabt. Hat die Woche immer mal wieder trainiert, dann haben wir wieder einen Tag rausgenommen, dann sagte er, wie das geht, dann ging es aber doch nicht richtig und dann habe ich heute entschieden, ohne da ein Risiko einzugehen, dass wir ihn einfach weglassen, bevor da jetzt noch ein Faserriss rauskommt und er dann wieder 4 Wochen ausfällt. Wir müssen den Jungen behutsamer aufbauen, weil er 0 im Training war und dementsprechend mussten wir darauf heute reagieren. Wie ist das für Sie, sag ich mal? Sie mussten da sicherlich auch ein bisschen umstellen. Ja, jetzt haben wir den Rico neben Felix gestellt gehabt, heute auch mit Hinblick dessen, dass wir vielleicht dadurch nochmal mehr fußballerische Ruhe reinbekommen, dass vielleicht nicht jeder Angriff dann auch im Umschaltspiel stattfindet, wenn wir tiefer stehen, sondern dass wir dann vielleicht nochmal 1-2 Hilfpässe mehr über den Rico bekommen, ein bisschen mehr Klarheit auch im Spiel nach vorne. Natürlich mussten wir wieder uns Gedanken machen, wie wir das auffangen, aber ich hoffe natürlich, dass auch der Yannick dann nächste Woche dabei ist, dass Mario dann wieder fit ist und dann haben wir schon wieder andere Alternativen auch. Das war Yannick Frick, neue Infos? Neue Infos stand heute nicht. Also ich weiß nur, dass er gestern einen Corona-Test gemacht hat, einen zweiten. Wenn der negativ ist, was ich hoffe, dann würde er sich morgen auf den Weg nach